Macht sie hier weg! Der Doppelart hat zwar nicht funktioniert, aber ich habe sie beide eliminiert und damit auch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir müssen Sir David Priester aufspielen, oder soll ich sagen Briefster? Der brieft immer gerne, der hat auch mal gerne Beef mit Kollegen und so. Und den sollen wir aufspielen, den Haselnuss. Aber wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Oh, hi. Na, spielst du wieder einen auf Moralprediger, du Hans Gammelwurst? Ja, schön, dass du auch mal wieder eingeschaltet hast bei dieser Episode. Wir befinden uns in der Haut von Avi und müssen hier unser gutes Handwerk legen. Wenn ich das so sagen darf. Hab doch keine Angst, ich bin Avi. Die Frau, die niemand etwas tun würde, außer, ein bisschen rumspielen. Hi. Sorry. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Komm schon. Tschüss. Ach, der ist ins Wasser gefallen. Ja, plansch mal ein bisschen. Gefällt mir. Ja, wo war ich denn geblieben? Ich würde doch niemanden irgendwie etwas antun. Ich bin doch die liebe Evi. Ich würde maximal alle Männer ins Stroh rufen, wenn ihr wisst, was ich meine. Komm, den Penner nehmen wir mal, weil wir kommen leider nicht durch. So, die Leiche einfach mal hier reinschmeißen. Kommen wir hoffentlich. Ja, alle mal schön schlafen. Erinnert mich so ein bisschen an den See bei uns im Gebiet hier Dortmund, wenn ich jetzt mal vom echten Leben sprechen darf. Da ist nämlich ein See und da schmeißen sie auch alle mal ihre Fahrräder oder andere Müllsorten rein. Ich finde das immer lustig, hat mich gerade ein bisschen daran erinnert. Natürlich ist das jetzt hier die Kanalisation hier von diesem Spiel. Ist natürlich ganz klar nicht zu vergleichen. Aber interessant. Interessant haben sie auf jeden Fall gemacht hier. Das ist nämlich hier auf gar keinen Fall eine Wassernummer, eine Platschnummer hier. Gefällt mir. So, und wo sollen wir hin? Die Devise lautet, aufspüren, mehr nicht. Vielleicht müssen wir jemanden wieder töten, wer weiß. Und hier soll sich irgendein geheimes Labor befinden. Das haben wir in der letzten Episode erfahren. Ihr erinnert euch vielleicht. Und hier soll ich einmal schwingen. Schön, gefällt mir. Aber sieht doch mal einfach nur klasse aus hier. Auf dem PC. Die grafische Ambition kommt auf jeden Fall gut rüber. Was ist denn hier draußen? Oh Mann, Mann, Mann. Sieht ja krass aus. Gut, ich beeil mich jetzt. Laber sowieso wieder zu viel, ne? Edensplitter. Hören Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Luftattentat. Herr Priester. Galapagos-Inseln soll er verraten mit seinen Finken. Lucy Thorne würde sich ihren Kopf holen und Mr. Starrick den Rest. Wissen Sie, Reynolds, vielleicht ist es das Risiko wert. Sir David, das kann nicht Ihr Ernst sein. Das war doch nur ein Scherz, Reynolds. Wenn wir dem Artefakt sein Geheimnis entreißen, haben die Templer London endgültig in der Hand. Die Assassinen gehen unter und von Darwin bleiben. Aus einer verblassten Erinnerung. Diese Methorn, die hat was. Wie eine Kanne saurer Milch, aber wirklich Esprit. Die du entkommst mir nicht. Ha, gegen den Kopf. Das war sehr schön. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Priester. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrick nicht auf.
Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Bimbam, alles geht hier in die Luft und ich muss mich bei. Ach du Scheiße. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Uiuiui. Mein Gott, ich bin im Planschbecken. Raus hier. Shit. Das war reichlich knapp. Das würde ich mal sagen. Aus dem geheimen Labor entkommen und sie geht hier wie die Mrs. Miss Queen hier. Heiliger. Ist nicht einfach hier. Alles nicht einfach. Oh, das ist aber auch eng hier, ne? Einfach ist das nicht und da hinten müssen wir entlang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Glück auf, Glück auf. Wir haben ganz schön viel Glück. Mehr Glück als Verstand. Jetzt komm! Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das gibt es ja gar nicht. So, und ich werde wohl einmal hier wieder durchrutschen müssen und dann wohl nach oben. Und dann sind wir sicherlich frei, hoffentlich. Weil mit diesen Umständen will niemand leben, oder? Will jemand von euch so leben? Nein, denke ich nicht. Aus den Trümmern entkommen. Ein einfacher Plan. Umhang, sparsamer Umhang. Erinnerungen direkt bewerten, machen mich mal ganz klar 3. War jetzt nicht super cool, war aber auch nicht super schlecht. Einfach nur eliminieren, das war's. Danke für Ihr Feedback. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater. Du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London.
Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Ein einfacher Plan. Erfolg freigeschaltet. Die muss nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Whitechapel, London, 1868. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Oi, pass auf! Verzeihen Sie, Sir! Hey! Komm zurück, du räudiger Langfinger! Oh, da wurde doch ernsthaft was von uns geklaut. Hinterher, der kleine Bursche. Mein Gott, der ist ja auch ziemlich schnell da. Wir sollen ihn verfolgen. Freiner, kleiner Frechdachs, du. Bleib stehen! Wohin will der überhaupt? Was hat der eigentlich vor? Und was hat er gestohlen? Vielleicht eine Waffe? Vielleicht Geld? Vielleicht ein Messer? Vielleicht unsere Unterhose, die wir irgendwie in unserer Tasche versteckt haben. Kann ja auch alles sein. Boah, der ist ja richtig schnell. Der will, glaube ich, Marathonläufer wählen. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Und das soll bedeuten? Zack. Dann verprügeln wir uns eben ein bisschen. Ich war ein bisschen Muay Thai Training und so. Zack. Nichts da. Und du kriegst auch mal hier einen schön auf die Nase. Nö, du sollst mich auch nicht alle ausschalten oder so. Mit dem Messer geht man sowieso nicht auf jemanden drauf. Habt ihr das vergessen? Hier. So, aber die Hinrichtung eliminiert. Und jetzt kommt der eine. Na, hast du einen Hexenschuss? Autsch. Das hat wehgetan. Sollte das. Dann mache ich eben das Ende für dich. Kommt davon. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Na, dafür plündere ich aber noch ganz kurz. Oh, wir sollen vor Evie ankommen. Oh, Backe, die ist dann auch ziemlich schnell da ganz vorne. Nein. Das gefällt mir nicht. Beeilung. 70 Meter noch. Vielleicht schaffen wir es ja vor Ehe. Könnte ja klappen. Können wir eigentlich eine Pferdekutsche nehmen? Ah, Mann. Wir müssen hoch. Das geht jetzt nicht. Wir müssen hoch. Schnell. Beeilung. Und wir sind Erster. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert.
zwei Assassinen. Etwa gleich groß, eine Frau, ein Mann, etwa 20 Jahre und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Outbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Einen Überblick. Und wir sollen wohl zu der Sehenswürdigkeit da oben gelangen. Schön. Ich finde die Geschwister hier übrigens super sympathisch. Die kommen auf jeden Fall sehr gut rüber. Noch nicht so leblos oder so. Also eben wie Geschwister sein sollen. Streiten sich halt immer wieder. Es gibt halt immer wieder Unstimmigkeiten unter ihnen. Und das finde ich halt mega geil gemacht hier. Ganz klar nochmal ein großes Lob hier an die Entwickler. Gefällt mir. Und schaut euch das mal an, wie schön. Wahnsinn, ey. Das sieht jetzt schon super cool aus. Man hört den Adler. Wie sie den Namen von uns sicherlich sogar ruft, wer weiß. Assassine! 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 Cool. Einmal synchronisieren. Ein schöner Aussichtspunkt. Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rooks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Hinterher würde ich mal behaupten, Henry Green folgen. Das sollten wir tun. Vielleicht bei der nächsten Episode von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Und das ist London. Ein wunderschöner Ort. Hinter uns natürlich Evie. Sieht aber schön cool aus, ne? Gefällt mir. Auf jeden Fall. Das ist schon eine richtig geile Kulisse hier. Atmosphäre kommt ganz krass auf jeden Fall rüber. Und ich bin gespannt, was für Sehenswürdigkeiten wir hier im Spiel auf jeden Fall auch noch sehen werden. Wer weiß, ob wir eventuell sogar den Big Ben sehen werden und andere Sehenswürdigkeiten hier im Spiel. Auch wenn es natürlich fiktiv ist. Aber auch viele Dinge auf einer wahren Begebenheit beruhen. Naja, liebe Freunde, ich will jetzt auch nicht zu viel quatschen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei diesem wunderschönen Spiel.